Es ist wieder Pack-Ankündigungszeit. Ganz frisch wurde das neue The Sims 4 Highschool-Jahre Erweiterungspack offiziell vorgestellt, dessen Trailer ich euch in diesem Video zusammenfassen und analysieren möchte. Mehr dazu in diesem Video. Bevor wir mit der eigentlichen Analyse anfangen, zuerst die Randinfos. Die neue Erweiterung wird am 28. Juli für alle Spieler bereitstehen, welche unter anderem die neue Highschool in der neuen Welt Copperdale, außerschulische Aktivitäten wie Football oder Cheerleading, welche jetzt übrigens auch neue Fähigkeiten sind, ein Vergnügungspark und vieles mehr ins Spiel bringt. Weiter wird es ebenfalls am 15. Juli für alle Basisspielspieler ein neues Gratis-Update geben, zu den Inhalten später mehr. Jetzt aber zum Anfang des Trailers. Wir sehen einen unsicheren Sim, der den anderen beim Tanzen beim Abschlussball zusieht. Schon hier gibt es direkt eine kleine Auffälligkeit. Im Hintergrund gibt es ein Podest für einen Clownshut oder Krone, der vermutlich ebenfalls Teil des Abschlussballs sein wird. Alles ist festlich dekoriert und die Sims tanzen gemeinsam im Kreis. Eine Szene weiter dann die Vermutung, die jetzt offiziell bestätigt wurde. Wir erhalten Bubble Tea in The Sims 4. Natürlich darf auch der klassische, hässliche Polunder im Spiel nicht fehlen. Ist diese Figur vielleicht das Maskottchen der neuen Welt von Copperdale? Hier sehen wir eine erste Szene des neuen Vergnügungsparks. Die undurchsichtigen Fenster beim Riesenrad deuten aber ein wenig darauf hin, dass sich dieses maximal so benutzen lässt, ohne dass man die Sims darin sieht. Im Trailer wird nicht mit Schauplätzen gespart. Dieser begrünte Bogen macht ordentlich was her und eine grandiose Atmosphäre. Hier sehen wir alle Attraktionen im Detail. Es gibt eine Geisterbahn, einen Liebestunnel, ein Riesenrad und eine Fotobox für Erinnerungsfotos. Unser Sim wacht auf und bietet einen Einblick in die Objekte des neuen Packs. Ein besonderes Highlight ist wohl hier das bunte Regal und der Regenbogenspiegel. Angekommen in der Highschool sehen wir hier ebenfalls eine neue Aktivität. Dieser Sim hier spielt Football. Mit den Spinden kann ebenfalls interagiert werden, diese sind also nicht nur Deko. Habt ihr die Snackautomaten im Hintergrund bemerkt? Konnten die Sims sich eigentlich schon immer mit ihrem Smartphone auf den Boden setzen? Es gibt ebenfalls Lehrer, die auf dem Flur patrouillieren und vor denen man lieber keinen Quatsch machen sollte. Es gibt wohl ebenfalls kleinere Spind-Interaktionen, so sprüht sich Ash, die in diesem Trailer vorgestellt wird, nochmal die Haare nach. Jetzt geht es auch in den Klassenraum, der mit allerlei schulischen Objekten vollgestellt ist. Der Lehrer steht vor der Tafel, aber wie Unterricht funktioniert, muss ich euch jetzt wahrscheinlich nicht genauer erläutern. Alle hören mehr oder weniger gespannt zu, bis der Streich der Schülerin Molly auffliegt. Auch in der nächsten Szene wird ein lustiger Gameplay-Inhalt vorgestellt. Wir erhalten die Zauberwürfel ins Spiel, ein cooles Detail, wie ich finde. Eine Mensa ist ebenfalls Teil der Highschool. Nach der Vorstellung von Kevin und der Cheerleader-Gruppe bekommen wir nochmal mehr Einblick in die neue Welt, die im Trailer sehr schnell hintereinander geschnitten sind. Ansonsten gibt es ebenfalls Schach und Programmieren als außerschulische Aktivitäten. Die Sims können ebenfalls Veranstaltungen wie die Wirtschaftsmesse besuchen. Auch hier haben wir wohl ein wenig Sand und kleine Pavillons in der neuen Welt, in denen die Sims sich zurückziehen können. Wie cool, die Sims entspannen hier auf einem zufällig herumstehenden Sofa. Der Bubble Tea kann ebenfalls in kleinen Bubble Tea Läden getrunken werden. Hier erfahren wir auch, dass Sims bei schlechterem Verhalten auch nachsitzen können. In der Nähe der Highschool befindet sich ebenfalls ein großer Platz, auf dem die Sims ihre Cheerleader-Übungen ausführen. Auf dem Weg im Hintergrund joggen die Sims herum. Ein paar weitere Einblicke in den Vergnügungspark am Plumbite Pier. An den hier platzierten Ständen können die Sims sich etwas zu essen holen oder natürlich die vorhin erwähnten Attraktionen fahren. Vermutlich gehören die im Trailer eingeblendeten Chat-Elemente zu keinem neuen System, sondern sind hier nur aus Storytelling-Gründen enthalten. Auch in diesem Pack scheinen wieder die modularen Möbel enthalten zu sein, die wir erstmalig mit dem traumhaften InDesign-Gameplay-Pack bekommen haben. Sims können jetzt ebenfalls gemeinsam mit überkreuzten Beinen auf dem Bett sitzen. Wow, dieser Gaming-Tisch macht auf jeden Fall ordentlich was her. Auch hier sehen wir nochmal eine Chat-Benutzeroberfläche, die allerdings im Blog-Eintrag gar nicht erwähnt wird. Ich würde deshalb nicht unbedingt davon ausgehen, dass es sich hier tatsächlich um ein richtiges neues Feature handelt. Jetzt geht es um den Abschlussball, der ebenfalls Teil dieses Packs sein wird. Dieser kann ebenfalls individualisiert werden, ihr könnt andere Sims einladen oder alleine gehen oder ihn schwänzen. Die neue Animation ist das Vorzeigen des Abschlussballschilds, es gibt auch Abschlussballhoheiten. Ebenfalls haben eure Sims Einfluss auf die Snacks, Musik und die Tanzschritte. Endlich, wir wissen jetzt, dass die Sims wieder von Körperbehaarung geplagt werden und sich rasieren müssen. Die Körperbehaarung wird Teil des neuen Gratis-Updates sein. Außerdem wird ein Feature zur Selbstfindung und Identität für alle kostenlos ins Basisspiel gebracht.
Wie cool, dass die Sims sich richtig ihre Klamotten aussuchen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das Schneiderobjekt im Hintergrund nur Deko sein wird oder ebenfalls auch eine Funktion hat. Jetzt kommen wir zu einem weiteren coolen Feature des neuen Packs. Die Sims können sich über das Dach an diesem Rankenobjekt aus dem Haus nach unten an den Eltern vorbeischleichen. Aber auch so gibt es ein paar witzige neue Interaktionen. Die Sims können beispielsweise Stinkkapseln in den Spinden hinterlassen oder die Lautsprechersysteme des Schulhauses manipulieren, wodurch sich auch bei Erfolg die Schelmfähigkeit verbessert. Jetzt sehen wir auch den Abschlussball voll in Action, welcher hier auch die neuen Spezialgäste des Abschlussballs zeigt. Alle tanzen und haben eine gute Zeit. Und noch eine kleine neue Interaktion wird gezeigt. Die Sims können jetzt endlich wieder Kissenschlachten machen. Damit neigt sich der Trailer auch langsam dem Ende zu. Hier gibt es nochmal einen kleinen Einblick in die Zeugnisausgabe. Damit wären wir auch am Ende des Trailers angekommen. Wenn ihr das Pack vorbestellt, erhaltet ihr ebenfalls diese drei Spezialobjekte ins Spiel. Wenn ihr keine Neuigkeiten zum kommenden Pack verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Das Pack kann jetzt ebenfalls auch für nur 27 Euro bei Instant Gaming vorbestellt werden. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Was denkt ihr zu großen neuen Erweiterungen? Ist die Schule genau euer Thema oder hättet ihr euch stattdessen lieber einen anderen Inhalt gewünscht? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.